Aufnahme läuft. Alles klar. Du übernimmst wieder Funk. Jawohl, Funk wird übernommen. Und gibst mir aber die Richtung an. Moment. Ich starte mal die APU. AFA-Freigabe anfordern. Ich mach dir mal die Treibstoffbomben an. Ja, war noch Batterie dazwischen, naja. Ja, habe ich schon gemacht. Alles gut. Ich stelle alles ein. Machst du was mit dem Start bei der APU? Was? Machst du irgendwas beim Start bei der APU? Kann ich machen. Bei mir geht's immer wieder aus. Läuft. Gut. Wenn sie hochgefahren ist, machst du dann APU Pleat, ne? Ja, das. Master SW, Start und APU Pleat habe ich an. Triebwerk starten. Triebwerk brauchen wir noch nicht starten. Ja, nachher. Aus wird lauter schon mal. Ja, ja. Machst du Bushback? Ich bin gerade dabei, Rollfreigabe zu machen. Achso. Kümmere mich schon mal um die Beleuchtung. Parkbremse lösen. Taxi. Habe ich gelöst. Ladies and Gentlemen, welcome on board from the A320neo. I'm the co-pilot Leon and the pilot René. We are welcome you on board from the flight to Halle Leipzig to Prag. The flight half a time from 30-40 minutes. The weather is clear, no wind, no rain. Thank you. Hat geklappt. War halb gut, ne? War schon. Wenn wir so weit sind, machst du dann Pushback? Läuft doch schon Pushback. Ah, okay, sehe es gerade. Triebwerk einstarten. Macht er, der fährt weg. Wieso fährt er weg? Hat er Angst gekriegt? Ist egal. Nee, warte. Ich weiß jetzt nur nicht, ob es links oder rechts ist. Bei mir haut er ab. Der ist despawned bei mir. Na, Stopp anfordern, müssen wir selber machen. Ist egal. Er hat alles hier. Ah ja. Oh, Triebwerk 1 läuft schon mal. 2 fährt auch gleich hoch. Dann ist bei beiden noch X drin.
Ja, irgendwie haben wir heute Synchronprobleme, weiß ich nicht. Nein, das macht bei mir auch einen. Ready? Moment. So, APU Bleed habe ich wieder ausgemacht. Ja. Ich aus. So, wir werden jetzt links. Nach links müssen wir. Ja. Okay. Am besten auf der Stelle drehen. Machen wir schon. Auf die blaue Linie drauf, ne? Okay. In Ordnung? Ja. Roger. Wo lang jetzt? Gerade durch? Ich sag's dir schon. Geradeaus erstmal. Jetzt dann rechts rein. Rechts rum, okay. Wo fliegen wir los? Für 08? 26 links. 26 links heute. Auf Stopp vorbereiten. Da vorne jetzt, wenn du links gleich abgehst, an den Lichtern halten. Also an der Linie da. Ja, alles gut.
bin bei 186 bei 6. Hä? Können wir? Ja, rollen auf Startbahn. Aber dann nur stehen bleiben. Genau. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bitte Sie jetzt, sich in Ihre Sitz zu begeben und sich anzuschneiden. Wir werden jetzt in Kürze starten. Flaps? Sind gesetzt. Zumindest bei mir. Ich hoffe, bei dir auch. Ja. Gut. Wetterradar ist an im Notfall. Ist alles auf. WXT. Erstmal alles von Start schnell einstellen. Läuft wohl heute nicht ganz synchron, wa? Warum? Weiß nicht, weil ich alles schon eingestellt habe für Start. Ja, ich mache jetzt ja aber gerade Lichter an. Die sind bei mir auch schon alle eingestellt. Eigentlich. Warte mal, ich mache das jetzt mal. Ich mache dein Display mal aus. Ist aus, oder nicht? Warte. Alles Display. Nö, leuchtet alles. Links das Display von dir. Leuchten. Okay, warum nicht? Ich hab hier gerade nämlich noch Sockelbeleuchtung, oder wie das heißt, angemacht. Also nicht das in der Mitte, sondern da bei den Displays habe ich die Lichter angemacht. Ja, das helle Licht ist an, oh, die Displays leuchten noch. Ja, die habe ich jetzt auch gerade an. Warte, ich mach mal das helle Licht aus und mal schauen, ob du es siehst. Wie machst du es aus? So. Hm. In der Mitte, das habe ich jetzt ausgemacht, jetzt leuchtet die Mitte nicht mehr. Ja, das ist okay. Siehst du doch, oder? Ja, das blinkt. Geht außen und wieder an. Und Blendschutz, guck hier. Siehst du das? Nö. Okay, Blendschutz siehst du nicht. Naja, egal. Nicht schlimm. Jetzt ist dunkel. Ja, so will ich sie auch haben. So. Also, hattest du doch das helle gesehen? Ja, habe ich ja gesagt. Ich habe gedacht, du hast die Displays ausgemacht. Du hast mir zu mir gesagt, siehst Display das Licht, aus. Was ich auf, du siehst aber das Licht, was ich auf meiner Seite gerade an- und ausmache. Nö. Das ist dunkel. Okay, also, wie es bei mir ist. Okay. Läuft irgendwie nicht ganz synchron anscheinend. Jetzt hast du es bei mir angemacht. Aber, hey, bei mir siehst du es nicht, oder was? Nö. Auf meiner Seite? Nein. Weil das, was ich bei dir gemacht habe, gerade ist auf meiner Seite auch an. Nö. Bei mir ist es auf deiner Seite dunkel. Okay, dann ist es nur für deine Seite. Wahrscheinlich, keine Ahnung. So. Ah, das war kurz hell. Jo. So. Oh. Auf 11.000 dürfen wir fliegen, ja? Ist das korrekt? Auf was fliegen? Auf 11. Korrekt. Ist korrekt. Gut. Dann ja, dann werden wir startklar eigentlich. Korrekt. Hier fliegt gerade ein Flugzeug vor uns. Nicht schlimm. Ein paar Bremse gelöst. Gucken, ja, bei mir auch, ist okay. Kann dieses kleine Ding da mal endlich wegzischen.
Okay, wir machen uns jetzt startklar. Jawohl. Ein Aquarium ist gerade angegangen, was eigentlich nicht sein sollte. Naja, passiert. Gleich mal gucken. Die Uhr. Ich hab's ja nicht eingestellt, aber ich hab's mir auf die Zeit eingestellt. Okay, Fahrwerk einfahren. Flaps auf 0. Okay, Luftbremse auf Wirt, Autopilot an. Genau. Auto Thrust on. Weiß nicht, bei mir ist der Hebel auf 0. Musst du machen. Alles gut. Alles eingestellt, alles gut. Jetzt ganz schnell nach der Uhr da, damit es wieder dunkel ist für die Fische. Ja, alles gut.
So, wieder da. Okay. Kriege ich mal die ganze Zeit wieder auf 11.000 rum. Ja, ich muss erstmal Übergang in Charlie Luft fahren. Was denn die verfliegen oder ja? Ja. Ich weiß nicht warum. Es gab irgendeinen Radarkontakt und deswegen. Ja, wir waren noch auf der Höhe wahrscheinlich, keine Ahnung. Wir waren auf 10,7 statt. Ja. Weiß nicht, auf jeden Fall sollen wir runter auf 7,5. Okay. Mal merkwürdig, sonst nicht. Sagen Sie Schönes. Kriegen wir schlechtes Wetter. Co-Pilot wieder mal nicht da. So. Was ist los? Stimmt unsere Route noch, ja? Ja, passt. Gut, ich hätte gedacht, was kriegen wir schlechtes Wetter? Sieht so neblig aus, von Weitem.
Haben keinen Sturm vorausgesagt heute. Naja. Moment. Es sollte wahrscheinlich nichts werden. Okay. Prag ist leichte Bewölkung. Bei minus 6 Grad. So geht's. Also heute ruhig. Also heute ruhiger Flug. Ja. Aber in Berlin schneit's. Naja, keine Ahnung. Gerade dunkel. Ja, wir fliegen auch nicht bei Berlin lang. Nee, nee. Oh ja, da können Sie sich. Da fliegen noch welche. In Solin gerade hat hier Sprung. Okay. Stopp bitte von jetzt und nochmal zu hören. Oh ja, ist okay. Also schnell geht's. Ja, sag ich doch, dort nicht lange. Ist heute Kurzstreckenflug hier. Also müssen wir jetzt hier unten rumkriechen, ja? Na gut. Und nachher fliegen wir dann wieder zurück. Ach, du fliegst nachher zurück? Ah, ich fliege dann von Prag nach Leipzig. Gut. Damit wir einen Gang haben, besser. Ja, alles gut. Passt schon. Wie weit sollen dann die Flaps bei der Landung? Ich sag dir dann die Prozentzahlen. Das ist schön. Oh, zumindest, zumindest die Stellung sag ich dir dann. Ja, passt. Das ist in Ordnung. Ach, wir sind ja bald da. Das, auf dem Radar sehe ich schon die Kurve. End am Flug. Ja. Weil ich habe mal auf 40 gestellt. Ich weiß nicht, ob er bei dir auch auf 40 ist. Moment. Ob das synchronisiert hat, weiß ich nicht. Pilot schon wieder weg. Juhu, bist du da? Ja, ich bin da. Ja, es geht ja nur darum wegen der Höhe nachher. Weil wir sind ja bald da. Ich hab bei meiner Verpflegung gesucht, aber ich finde sie nicht. Das ist das Problem. Habe ich jetzt andere. Oh, wir fliegen zwei Kurven, bevor wir landen. Oh, super. Ja. Einmal nach rechts und dann nach links. Okay. Aber Höhenangabe hat noch nicht jetzt hier eben, ne? Mhm. Haben wir schon einen Prag drin? Jetzt gerade. Jetzt gerade. Ich meine, wenn du willst, kannst du dich ja nachher dann nach hinten hinsetzen für die Landung. Kannst du von hinten aus dem Fenster aufnehmen. Das ist aber komisch, wenn der Co-Pilot auf einmal aus dem Cockpit kommt, oder? Ach, das geht schon. Pilot übernimmt schon. Der Luftdruck ist bei 10, 13.
Ah, das ist auf 10, 13. Bei mir auf 29,90. Ja, ich habe gerade mal geguckt. Warte, ich halte mal um. Ich weiß nicht, ob du es auch siehst. Siehst du es? Ah. Nicht. Jetzt ist es so. Ja, 10, 13. Ja. Gut. Also, das heißt 1013. Hey, du was rein. Das weiß ich. Ist das? Ja. Und welche Höhe sind 850 Hektopascal? Gar nicht so. Genau, 1500 Meter sind es. Kann gerade nicht umrechnen jetzt. Umrechnen ist noch vom Wetter. Aber zumindest haben wir es ein bisschen neblig beim Land am Flug. Ja, bewölkt. Ja. Hinten sieht man ein bisschen Bewölkung. Ja, solange es nicht ganz dicht zu ist, geht das alles noch. Nee. Alles in Ordnung. Genau. Dann geht's ja noch alles. So, wir verlassen jetzt Prag, wir müssen jetzt Praha. Approach. Perfekt. Ja. Na, haben wir es ja bald geschafft. So kommen wir hier mit 250 Knoten durch die Gegend. Ist nicht wahr. Ja. Ah, wir haben vergessen, das Navi-Lock umzustellen, ne? Was? Navi-Lock. Sonst wären wir schon im Land am Flug. Weil wir hätten zwar vorhin auch höher fliegen können, aber es hätte auch nicht viel gebracht mehr. Keine Ahnung. Hast du was ausgeschaltet? Nein. Korrigiert sich vielleicht. Ja. Wollte gerade sagen, es geht doch ja auch nicht nach links. Ja. Ja, ein bisschen vom Kurs abgekommen wahrscheinlich. Er korrigiert nach. Wahrscheinlich. Eigentlich müssen wir langsam sinken, ne? Ja, das wird in der nächsten Kurve sein, wenn die Kurve fast zu Ende ist. Nachher. Ich glaube, bei Prag war das ein bisschen blöder. Bei dem Land am Flug vor mir 12. Sonst heute ruhiger Flug. Genau. Dagegen war es gestern Abend windiger, wo wir waren. Ja. Auf St. Martin. War es actionreicher. Ja. Stimmt. Er wird schon langsam automatisch. Müssten wir wahrscheinlich beide eine niedrigere Höhe kriegen, denke ich mal. Bestimmt. Wollen wir es hoffen?
Irgendwo muss man hoffen, ja. Sturzflug will ich nicht unbedingt machen. Ich glaube, bei Hamburg war das immer das Problem. Wo ist immer viel zu spät was sagen? Sich heute Zeit. Ja. Der Approach. Letzte, was kam, war Praha Approach Freigabe Luftraum Charlie erteilt. Sonst sinken wir dann einfach. Ja, wenn nach der letzten Kurve nicht kommt, dann sinke ich einfach. Bis dahin sollte eigentlich was kommen. Nee, auf Efemi werde ich dich runtersetzen dann. Können wir so lange wie möglich ein Autopilot drin lassen. Ja, wir warten noch die letzte Kurve ab. Kurz vor der letzten Kurve kommt es meistens. Ja. Weil wir sind ja schon nicht so hoch. In dem Sinne. 7,5 ist ja nicht allzu hoch. Ja. Meistens kommt es aber immer an den Punkten dann, dass du was nicht mit. Ja, viel Flugverkehr. Zumindest bei mir auf dem Server. Ja. Siehst du vor uns auch die 320? Ich bin auf Asien. Da fliegt nicht ein Typ. Toll. Bei mir sind hier mindestens 4 oder 5 Mann. Okay. Auch auf unserer Höhe, die landen wollen? Nö. Einer auf 26.000, der andere auf 4.700. Also 4.000 ist, glaube ich, wahrscheinlicher, dass der landet als auf 26.000. Ja, der fliegt nach rechts. Wir setzen uns jetzt runter. Noch haben wir ein bisschen Zeit. Rechts ist uns trotzdem runter. Wird er gleich meckern. Ja, haben sie Pech. Dann ist es so. Haben noch 13 Meilen. Meinst du, sie haben uns wieder vergessen, ja? Ja. Wir landen auf LKPR, ne? Habe keine Anzeige dafür. Ich werde es dann schon sehen. Ich telefoniere schon mal mit denen. Ich merke schon. Ich höre das aber quatschen. Anfrage abgelehnt. Was hast du gemacht? Landung angefragt.
Haben nicht angenommen. Landung. Versuch's jetzt zu regeln. Ja. Immer näher. Anfrage abgelehnt. Um den Vogel? Ja. Flughafen ist zurzeit IFA. Anfrage abgelehnt. Wir werden hier landen. Denk dran, 5 Meilen unter uns ist es. Okay. Übernimmst du schon? Ja, ja, alles gut. 4 Meilen, das wird langsam eng, ne? Geh runter. Hast du Fahrwerkschance? Ja. Ja, alles in Ordnung. Ich sehe überhaupt nichts außer Nebel. Ja. Hoffen wir mal, es klappt. Ich denke mal, ein bisschen weiter links musste. Ja, ja, alles gut. Viel zu hoch. Ich glaube, wir sind schon drüber. Nein, sind wir nicht. Na doch. Das ist doch die Bahn unter uns. Sag ich doch. Schau mal. Wir sind noch nicht drüber. Du musst landen. Wer hat denn hier den scheiß Schub immer noch drin? Landen. Ändern schon, alles gut. Die Bahn ist gleich zu Ende. Wieso ist sie gleich zu Ende? Weil du schon 50 Kilometer drüber geflogen bist. Habe ich dir vorhin gesagt, hast du gesagt, nee. Mach Rückschub rein. Ich kann nicht steuern. Ach, das stimmt ja. Ach, schön. Wie ist du? Sind doch lebend angekommen. Das siehst du ja auch nicht. Ne. Oh, auf dem Flughafen noch nicht. Ich werde Rollen zum Gate anfordern.
geradeaus. Okay. Ist aber lieblich auf einmal, ja? Ja. Ich denke, wir haben nicht so schlechtes Wetter. Ja, kein Regen, nichts, ist gut. Naja, dafür haben wir aber ziemlich Nebel. Müssen wir auch noch geradeaus? Ja. Gut. Ich sehe ja kaum was, ey. Hast du vorhin die Speed wieder umgestellt auf 178? Was? Nein. Weil ich hatte vorhin auf 157. Okay. Also du bist gerade 50 Kilometer über die Bahn einfach drüber geflogen, ne? Wie gesagt, die muss doch irgendwo sein. Ja, du hast gesagt, wir sind schon drüber, da waren noch nicht. Da habe ich gesagt, unter dir ist das. Aber du bist einfach immer weiter normal geflogen. Aber mach doch nicht, wir haben es doch trotzdem geschafft, oder nicht? Aber die Landung war sehr hart. Ja, gab einen kurzen Seitenwind. Das Teil ist hin und her geschleudert auf der Bahn. Ja, war windig auf der Seite. Ja. Die nächste rechts. Ja, und ich ducke. Ich ducke hier lang. Ja. Ich glaube, die kommt aber gleich. Als wenn das keine Abkreuzung ist, sondern einfach zum Geld. Jetzt hier rechts. Ja, ich sehe schon. Ich gucke nach den Strichen. Und dann gleich links. Und jetzt wieder links. Rechts. Jetzt rechts? Nein. Ah, vorne rechts. Gelbe Linie. Gelbe Linie vorne rechts, okay. Alles Zeit. Hoffentlich ist es nicht so. Hoffentlich ist nicht der Wurm drin auf dem Rückflug. Tja, das weiß ich nicht. Den hast du ja. Ich habe wieder scheiß Wetter jetzt. Na, aber ich starte im scheiß Wetter. Ja, wenn du Glück hast, ja. Müssen wir noch geradeaus, ja? Ja, nächste rechts. Nächste rechts. Noch nicht. Jetzt. Da die Linie. Ah, war ein bisschen zu steil genommen, aber. Auf der vorne die Linie. Auf der vorne der? Okay. Ja. Ja, fahr mal ein Stück vor. Du bist blöd, wenn da drei gelbe Linien auf einmal waren. Ja, deswegen wüsste ich jetzt nicht, welche du meinst davon. Immer wieder am Arsch der Welt, oder was? Ja. Merkt das schon. Jetzt links, leicht links erstmal. Links.
Genau, ja, weiter, weiter. Hier in das Gate rein. Okay. So, jetzt auf die gelbe Linie drauf. Links, weiter. Hier auf die gelbe Linie. Ja, ich drehe doch schon. Und stopp. Okay. Parkposition. Parkbremse. Check. Ist drinne? Ja. Okay. Ja, dann können wir alles ausmachen, dann sind wir da. Dann herzlich willkommen in Prag. Genau. Wir haben es geschafft. Du hast du kurz rausgehen. Weil wir nehmen jetzt andere Flugzeuge. Jawohl. Weil wir haben Auftrag bekommen mit der 787. Ach, haben wir heute hingekriegt, ja? Einfach mal so, ja. Ja, weil es Probleme mit der Kommunikation gab mit unserem Flugzeug, weißt du, der Box war. Okay. Da.